Geschmacks. Willkommen in einem neuen Video. Was geht? Ja, wie ihr seht, heute mal ein bisschen auf der Autobahn hier unterwegs. Hab mir eine neue Route ausgesucht, hab da mal Bock hinzufahren. Und ich sag mal jetzt erstmal kurz, geradeaus, Autobahn runter ist der schnellste Weg. Als Belohnung gibt es ja auch einen hammergeilen Tunnel, wo ich auf jeden Fall gleich nochmal durchfahren werde. Und ja, bisschen ballern, Alter. Oh, da drin ist es kalt wie im Kühlschrank. Krank. Was ein Unterschied. Hier draußen schön 22 Grad und da drinnen wie ein Kühlschrank. Ultra lustig. Ja, wie gesagt, Freunde, und hier ist die Autobahn auch schon zu Ende. Na, soll dann da hinten wohl noch weitergebaut werden. Dieser Weg. Wie ihr seht, ich habe heute Morgen ganz entspannt mal ein bisschen mein Cockpit umgebaut. Habe mein Tacho an die Seite versetzt und hier vorne eine schöne clean Lenkerklemme drauf gebaut. Ultra geil, ich feiere es komplett. Wollte das schon immer mal machen irgendwie. Ja, jetzt hat es endlich mal geklappt, zeitlich auch. Jetzt ist die Frage, ich wollte eigentlich gerne einen Tanklift runterbauen, dass der Tank auch einen Ticken höher kommt. Und da gibt es ja so Zündkerzen, also quasi eine Halterung, die wird auf beiden Zylinderköpfen festgeschraubt. Und dann kann man quasi die Zündspulen dorthin versetzen, damit unterm Tank alles schön clean wird. Bei mir sitzt aber genau dort der Versteller für die Klappenanlage. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache, weil wenn ich natürlich den Tanklift runter mache, weil ich fände es schon schöner, wenn er ein bisschen höher kommt, der Tank. Wenn ich natürlich den Tanklift dann drunter setze, muss es darunter natürlich auch clean aussehen, sage ich mal. Fände es jetzt nicht so schön, wenn da alles voll wäre mit irgendwelchen Kabelgebämmel. Ja, wie gesagt, heute mal die Autobahn runtergeknallt. Bis hier runter nach Neuental, Schwalmstadt, also wir sind jetzt hier kurz vor Schwalmstadt. Und einfach mal hier ein bisschen Strecken fahren. Hab mal ein bisschen geguckt. Hier gibt es eigentlich auch ganz schöne Straßen, weil immer dasselbe, ne? Man kennt es ja. Und deswegen heute mal wieder, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Genieß gerade, wie gesagt, meinen Umbau, ich feiere das komplett. Wäre noch schön, wenn hier drin der Lenker schwarz wäre, aber kommt ja wahrscheinlich eh auch noch mal ein anderer Lenker drauf. Sachsenhausen. Mal ein bisschen gucken nach den Ortschaften, was einem so bekannt vorkommt. Das wirklich dann einfach mal bei Google Maps, hey, was gibt's dort, dies, das. Und Punkt ist natürlich immer, wenn man das so macht, Septerode, doch den Ortsteil, das kenne ich irgendwo her. Ja, wie gesagt, wenn man dann bei Google Maps guckt, ist es halt ganz oft so, dass es dann ganz anders aussieht, weil Google Maps die Bilder komplett grün sind, mit Wald, mit allem.
Und ich weiß, wo wir im Harz waren. Ja, dazu kommt auch noch mal ein Video, denn wir waren auch im Harz. Dazu mache ich noch mal ein extra Video. Ganz oft haben wir einfach Google Maps genommen, weil wir irgendwo hin wollten, uns was angucken wollten. Und man hat es fast nicht gefunden, weil ja einfach dieser Waldweg nicht mehr zu erkennen war, weil ja kein Wald mehr da war. Das war wirklich manchmal richtig, also richtig schockierend. So, wenn man hier rüber guckt, hier ist noch Wald, da in der Mitte ist auch nachgeforstet, ne? Aber im Harz, wirklich, wow, einfach nur schade, wie es da aussah, krank. Wie gesagt, machen wir aber nochmal in einem anderen Video. Itzenheim. Wie gesagt, jetzt habe ich das umgebaut, erstmal hier mit der Lenkerklemme und mit dem Tacho. Ich finde das echt schön. Es gibt irgendwie so einen cleanen Blick. Echt geil. Muss mal ein bisschen hier die Kabel, muss ich noch mal schauen, dass ich die noch mal ordentlicher verlege. Es liegt halt alles so ein bisschen lose vom Ganzen, weil ich den ganzen Kabelkanal jetzt auseinandernehmen musste halt, ne? Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr auf euren Sportster, für diejenigen, die einen Sportster haben oder sich damit auskennen oder jemanden kennen, der einen Sportster hat, wie auch immer, welche Reifen ihr fahrt. Es gibt doch diese Avon Cobra oder wie die heißen, glaube ich. Das wäre jetzt so meine nächste Wahl, dass ich die wirklich nehmen wollte. Einfach, weil die von der Dimension her passen. Und ja aber auch noch mal irgendwie 3 cm in der Breite breiter sind, was das Ganze noch mal ein bisschen schöner aussehen lässt, gerade am Heck. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr so für Empfehlungen habt, für Erfahrungen habt. Ich meine, von Michelin und so, es gibt ja so viele Reifen. Ich möchte es halt ohne große Umbauten ein bisschen fetter hinten haben. Und ich brauche definitiv neue Reifen. Das hier sind noch die Erstausrüsterreifen. Die sind zwar gebaut für 10.000 plus Kilometer, die originalen Harley-Davidson-Reifen, ja, aber ich sag mal, die sind natürlich auch gebaut für Kalifornien, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt natürlich, die sind gebaut für 10.000 plus Kilometern auf warmen Straßen, wo der Reifen warm wird und. Aber wie gesagt, jetzt sind die Dinger gut 14 Jahre alt und so beim Fahren alles cool, aber sobald es ein bisschen nass wird, kann man sich denken, was passiert. Deswegen, und ich muss eh zum TÜV diesen Monat, also ich brauche eh neue Reifen. Deswegen haut mal raus, was ihr meint, was für geile Reifen es gibt, welche die besten sind. Danke schon mal dafür, für eure Tipps. Und natürlich wie immer vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback, für die ganzen Likes, dafür, dass ihr immer so zahlreich die Videos klickt und einfach, dass ihr dabei seid. Vielen Dank dafür. Freunde, in diesem Sinne, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich mache jetzt noch das nächste Video direkt über den Harz. Das kommt dann auch in 2 Wochen raus oder je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Vielen Dank fürs Reinschauen, Freunde. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.